Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 5. Und wenn sie gefangen liegen in Ketten und Elend, gebunden mit Stricken, so hält er ihnen vor, was sie getan haben, und ihre Sünden, dass sie sich überhoben haben, und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Hiob, Kapitel 36, Verse 8 bis 10. Daniel schwebte über der ewigen Stadt und sah voller Ehrfurcht hinab. Der Urelit war seit seiner Engelsweihe nicht mehr hier gewesen, und seine Erinnerungen an jenen Tag waren unterdessen und verschwommen und vor allem geprägt von dem ungeheuren Stolz, vom Pontifex Maximus selbst geweiht worden zu sein, und der alles beherrschenden Aufregung dieses, wie seine Nona immer gesagt hatte, wichtigsten Tages im Dasein eines jeden Engels. Weit unter sich sah er den Rest seiner Schar und den Gefangenen, diesen Hiob, auf der Via Pellegrina dahermarschieren. Sie hatten gerade einen Abschnitt der Strecke passiert, auf dem die breite Pilgerstraße in unmittelbarer Ufernähe verlief. Aber ein kurzer Blick über die Schulter nach rechts hinten genügte dem scharfsinnigen Bewahrer der Wege, um sich zu versichern, dass Ariel, Rahel und den anderen keine Gefahr drohte. Dann wandte der vollkommen faszinierte Daniel seine Augen wieder Roma Aeterna zu, dem Herzen der angelitischen Kirche. Weit in der Ferne sah er den Himmel seiner michaelitischen Geschwister aufragen. Dort, etwas näher, den Petrusdom, in dem sie die letzte Nacht vor ihrer Weihe zugebracht hatten. Und das da, auf der großen Insel in der Tevere-Mündung, musste der Vatikan und der Lateran sein. Die Zwillingspaläste, die gewissermaßen Seele und Hirn der angelitischen Kirche bildeten. Der Urelit hätte, während seine Stimme nicht so bescheiden gewesen, am liebsten Lobpsalmen gesungen, weil er endlich einmal wieder längere Zeit am Himmel und nicht wie das Fleckvieh am Boden verbringen konnte. Da störte ihm nicht einmal der ausgesprochen kalte Winterregen, der bereits begonnen hatte, ehe sie am Morgen aus ihrer Unterkunft der letzten Nacht aufgebrochen waren. Eine Weile verbrachte Daniel damit, den Verlauf beliebiger Straßen tief unter ihm mit den Blicken zu verfolgen. Das verwinkelte Straßennetz der ewigen Stadt, das trotz aller Überschaubarkeit auf wundersame Weise einer höheren Logik zu folgen schien, erinnerte ihn ein wenig an das kunstvolle Netz einer Spinne. Nachdem er etwa 10 Minuten beinahe reglos am Himmel schräg über der Stadt gestanden hatte, erreichte ihn Ariels Ruf. »Wir nähern uns der Porta Latina. Komm herunter. Ich möchte die Schar beisammen haben.« Daniel zögerte einen kurzen Augenblick. So sehr genoss er das Gefühl, frei wie ein Vogel unter Gottes weitem Himmel seine Bahnen zu ziehen. Doch dann legte er seufzend die Schwingen an und stürzte sich in einer weit außenladenden Steilkurve pfeilschnell dem Erdboden entgegen. Erst als er schon erste Einzelheiten seiner Schargeschwister erkennen konnte, richtete er sich auf und breitete die gewaltigen Schwingen. Wie bei allen Ureliten war auch Daniels Federkleid bald leistungsfähiger und hatte eine größere Spannweite als bei vergleichbar großen Engeln anderer Orden, aus, um seinen Flug zu bremsen. Ariel hatte recht gehabt. Die Schar und Hiob hatten, während Daniel seine Betrachtung Aeternas aus der Vogelperspektive nachgehangen hatte, einen Abschnitt der Via Pellegrina erreicht, der parallel zur Stadtmauer verlief, die allerdings bald einen Knick nach Nordosten machen würde, so dass sie auf der Straße in etwa 30 Gehminuten die Porta Latina erreichen würden. Dieses Tor war der südwestliche Zugang in die ewige Stadt und hatte seinen Namen von der Stadt vorgelagerten latinischen Insel, die man auf dem Weg zum Tor zur Rechten hatte,
Die meisten Pilger betraten durch dieses Tor die Stadt. Da die Schar schon den gesamten Tag durch den strömenden Regen marschierte, war die Stimmung bestenfalls als gedämpft zu bezeichnen. Sie alle sahen dem herannahenden Urieliten erwartungsvoll entgegen. Als Daniel landete, fiel sein Blick auf den Gefangenen, den die anderen vier umringt hatten. Hiob hatte als einziger den Kopf nicht gehoben, sondern stand nur da und betrachtete die mit großen, hellen Steinen gepflasterte Straße zu seinen Füßen, über die der Regen und der Wind kleine, schlammige Rinnsale trieben. Hatte der Ragolit schon bei ihrer ersten Begegnung, als sie ihn in einem Wirtshaus bei Prag auftragsgemäß festnahm, um ihn nach Roma Aeterna zu eskortieren, bereits wie jemand gewirkt, dem das Leben einige böse Tiefschläge versetzt hatte, war sein Schritt in den letzten beiden Wochen immer schleppender geworden. Je näher die Via Pellegrina ihn und seine Bewacher an die ewige Stadt herangeführt hatte, desto schweigsamer war er geworden, und mit jedem Tag hatte sich klarer gezeigt, dass er Angst hatte, Aeterna zu betreten. Daniel fragte sich, warum. Sicher, Hiob wusste genau, wie seine Begleiter, dass er in die Stadt gebracht wurde, weil man ihm den Prozess machen wollte. Doch die angelitische Kirche war gerecht und ihre Kardinäle und Bischöfe waren weise. Wenn der Flügellose sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, wie er versichert hatte, als Rahel ihn eines Tages direkt danach gefragt hatte, dann hatte er nichts zu befürchten. Warum machte er sich Sorgen? Andererseits hatte er Maloriel erzählt, auch er sei seit seiner Weihe nicht mehr in Aeterna gewesen. Lag es vielleicht daran? Verband er im Gegensatz zu Daniel mit diesem Erlebnis in der ewigen Stadt unangenehme Gedanken? Daniel! Ihm wurde klar, dass Ariel ihn schon einmal gerufen haben musste. Daniel, wo bist du mit deinen Gedanken? Geh bitte voraus! Der Urielit nickte ein klein wenig beschämt und setzte sich an die Spitze ihres kleinen Zuges. Ihre Marschordnung glich nun fast der klassischen Flugformation, die man als Diamant bezeichnete. Nur dass Ariel und Adoniel, ihr stämmiger Gabrielit, der die Nachhut bildete, den Gefangenen zwischen sich genommen hatten. So erreichten sie schließlich die Porta Latina. Das in einer halbrunden Ausbuchtung der Stadtmauer befindliche Tor war breit genug, dass zwei Ochsenkarren einander problemlos beim Hindurchfahren passieren konnten. Auf den Zinnen stand links und rechts über dem Tor je ein Michaelistempler, bewaffnet mit einem schweren Spieß. Das Tor selbst wurde von zwei weiteren Ordenskriegern der Seelen der Schar mit Hassas flankiert. Alle vier trugen zum Schutz vor dem strömenden Regen lange, weite Wachstuchüberwürfe mit Kapuze. Zur Linken schmiegte sich eine Pförtnerstube an die Mauer, zur Rechten erstreckte sich das Wachhaus der Templer, in dem zu jeder Tages- und Nachtzeit ein kleines Kontingent von Kämpfern zur Verstärkung der vier Wachhabenden stationiert war. Als die Schar mit Hiob das Tor erreichte, blieb Daniel unwillkürlich stehen und ließ Ariel passieren. Wie immer würde die kleine Michaelitin für die Schar sprechen. Einer der beiden Templer trat mit vorgehaltener Waffe vor. Das Haupt trotz der miserablen Witterung stolz erhoben. Keine Regung seiner Miene ließ darauf schließen, dass ihm der Regen, der ihm über das Gesicht rann, im geringsten störte. Jede Bewegung des Wächters schien einem hundertfach geprobten Muster zu folgen und zeugte von andauerndem militärischem Drill. Daniel betrachtete ihn eingehend. Seine Beine steckten, soweit sie unter dem Überwurf zu sehen waren, in geknöpften Gummigamaschen. Und sein Gang war der eines Mannes, der überzeugt ist, sich in jeder Situation behaupten zu können. Er hob die Rechte zum traditionellen Gruß, den Ariel mit einer kaum wahrnehmbaren Nicken beantwortete. Der Templer nahm diese kleine Geste als sein Stichwort, den zierlichen Engel vor ihm anzusprechen, und kam seiner Pflicht als Torwächter mit den Worten nach. »Seid gegrüßt, Engel des Herrn!« Nennt mir euren Namen und euer Begehr in der ewigen Stadt. Der Herr mit dir, Templer, erwiderte Ariel mit ihrer glockenhellen Stimme. Ich bin Ariel und dies ist meine Schar. Wir sind hier, um diesen dort, sie wies auf Hiob,
auf höchsten Befehl des Pontifex Maximus Petrus Secundus selbst nach Roma Aeterna zu bringen. Ihr habt einen Gefangenen bei euch und nicht einmal seine Hände sind gebunden? Fragte der Templer voller Verwunderung. Hiobs Kopf fuhr ruckartig hoch. Ariel spürte, dass die Situation zu kippen drohte, hörte die unruhigen Regungen ihrer Schargeschwister hinter sich und wusste, sie musste etwas tun. Handelt nicht übereilt, sendete sie ihren Begleitern, aber ehe sie mehr loswerden konnte, wurde ihr die Situation aus der Hand genommen. Es ist schon gut, Templer, wir übernehmen den Gefangenen jetzt, sagte eine schneidende Stimme. Der Templer fuhr herum, und auch Hiob und die Schar blickten verblüfft in die Richtung der Neuankömmlinge. 6 Personen waren aus dem Wachgebäude ins Freie getreten. 4 davon waren schwer bewaffnete Michaelis-Templer, die allesamt blankgezogene Schwerter in den Händen hielten, ohne sie im Augenblick jedoch damit zu bedrohen. Der 5. Mann war ein kleiner, schlanker Mann mit Brille, der Zivilkleidung trug, unter anderem einen langen schwarzen Ledermantel, wie man ihn manchmal bei Beutereitern sah. Die Sprecherin schließlich war einen halben Kopf größer als alle anderen, mit Ausnahme Daniels, trug die Tracht einer Gabrielitz-Templerin, ebenfalls einer langen schwarzen Ledermantel und einem wilden Schopf roten Haares. Und das Haar hatte sie nach Art der Engel ihres Ordens ein schwarzes Band gebunden, das es fast vollständig bedeckte und zusätzlich so weit in die Stirn gezogen war, dass es ihre obere Gesichtshälfte bis zu den Brauen bedeckte. Untypischerweise trug sie keine Waffen, was vor allem Adoniel, der instinktiv beim ersten Wort der Neuankömmlinge schützend 2 Schritte vorgetreten war, überrascht 2-mal hinsehen ließ. Bestimmten Schrittes trat die Frau zu der kleinen Gruppe am Tor, begleitet von dem kleinen Bebrillten und beschützt von ihrem Geleittrupp, der sofort die Armbrüste etwas höher nahm. Ehe der verblüffte Wachhabende reagieren konnte, fragte Ariel: Wer bist du? Ich bin Mera Idolo, befehlshabende Armatura dieses Kontingents, der Konsistorialgarde. Würdest du mir jetzt bitte den Gefangenen ausliefern? Der Templer am Tor erbleichte, als er hörte, woher der kleine Trupp kam. Offenbar waren diese Engel von weit her angereist, denn sie schienen nicht zu wissen, welch weitreichende Befugnisse diese handelverlesene Eingreiftruppe des höchsten Gremiums der angelitischen Kirche hatte. Ehe er der kleinen Michaelitin aber auch nur einen Hinweis geben konnte, sagte Ariel mit einer Festigkeit in ihrer Stimme, die nicht nur den Templer ihrer Schar und Hiob überraschte, sondern wohl am allermeisten sie selbst: Der Herr mit dir, Mera Idolo. Ich bedauere, dass ich... Doch ich kann deinem Wunsch nicht entsprechen. Kaliel ist unser Gefangener. Wir werden ihn weisungsgemäß im Lateran abliefern. Du kannst meinem Wunsch nicht entsprechen? Die rothaarige Armatura trat fast bedrohlich einen Schritt auf Ariel zu, wobei sie unmerklich die Schultern nach hinten nahm und sich anspannte. Der Templer von der Torwache spürte, dass sich hier ein Konflikt zusammenbraute, dessen Proportionen ganz und gar nicht nach seinem Geschmack waren, und ging der Offizierin aus dem Weg. »Das werden wir ja sehen«, fuhr diese fort, und ihre Stimme war ein wütendes Fauchen. »Männer, wir nehmen ihn mit!« Wie Tänzer, die eine 1000-mal geprobte Choreografie aufführten, umringten die 4 Templer wortlos die Schar und ihren Gefangenen. Die Schar war schockiert über diesen unbotgemäßigen Verhalten, sowohl aus dem Himmel der Urieliten, wo sie eigentlich stationiert waren, als auch von ihren bisherigen Missionen, kannten die Engel von Menschen nur Demut, bis hin zur Unterwürfigkeit. Und selbst menschliche Diener der Kirche hatten ihnen doch jedes Mal die gebotene Höflichkeit angedeihen lassen. Man hatte sie immer mit einer Reaktion irgendwo zwischen frommer Ehrfurcht und gläubigem Gehorsam behandelt. Diese unverschämte Armatura und ihre Leute waren davon jedoch so weit entfernt, wie man es nur sein konnte. Vor allem Ariel war davon völlig verunsichert, und ihr fehlten jeder Vergleich zu dieser Situation. Sie widersprach nicht nur allem bisher Erlebtem, sondern auch dem, was man sie gelehrt hatte. Adoniel spürte das und beschloss, sich um seine menschliche Ordensschwester selbst zu kümmern.
Er entschied sich für einen freundlichen Weg, machte zwei Schritte auf sie zu und sagte im Tonfall, in dem ein Krieger mit einem anderen sprechen mochte: Hör zu, Mera Idolo, ich... Keinen Schritt weiter! Mit diesem kühlen Tonfall geäußerten Worten machte einer der Templer eine unmissverständliche Bewegung mit der Spitze seines Schwertes in Adoniels Richtung. Er wagte es nicht, einen Engel des Herrn direkt zu bedrohen, doch seine gesamte Haltung ließ keinen Zweifel daran, wem seine Loyalität galt. Nun erstarrte die Schar wirklich. Niemand sagte ein Wort. Adoniel legte trotzig die Hand ans Schwert. Die Templer schlossen daraufhin ihre Ringen um sie enger und drängten sie dabei vollends ans Torhaus vorbei und in die Stadt hinein. Einer stellte sich so hin, dass ein Rückzug von der Stadtmauer unmöglich war. Amatura, ich protestiere energisch, begann Valoriel. Beruhig dich, Ramelit, wir haben... Von beruhigen kann gar keine Rede sein, fiel Adoniel ins Wort, der vor lauter Aufregung die Drohung des Templers vergaß. Aber die Amatura betrachtete ihn gar nicht weiter. Der Blick ihrer stechenden Augen hielt den Ariels gefangen. Hört zu, Michaelitin, ihr seid weiter zu Fuß gegangen, als man es einem geflügelten Boten des Herrn zumuten sollte. Warum fliegst du mit deiner Schar nicht in den Himmel, und dort erholt ihr euch erst einmal von eurem strapaziösen Marsch? Weil dies unsere Mission ist und unser Gefangener. Trotzig hob Ariel das Kinn. Und meine Mission ist es, diesen Gefangenen, Kaliel von den Ragoliten, der sich selbst Hiob nennt, hier von euch zu übernehmen. Eure Mission offiziell ist damit beendet. Ich danke euch und schicke euch in euren Himmel. Die Frau regte sich keinen Millimeter, sondern stand im strömenden Regen, der fast träge über ihren schwarzen Ledermantel perlte, und starrte die kleine Michaelitin an. Plötzlich trat der Ramelit vor, wischte sich das regennasse silberne Haar aus der Stirn und sagte ruhig: Wir wollen ein Schriftstück sehen, das dich als das ausweist, was du uns vorgibst, Amatura. Ihr könnt nicht einfach so anspazieren kommen und... Ohne den Blick von Ariel abzuwerfen, fuhr Mera Idolo fort, als hätte Maloriel überhaupt nichts gesagt. Oder möchtet ihr euch alle vor dem Konsistorium wegen Missachtung einer höchst richterlichen Anordnung rechtfertigen müssen? Was? Rief Maloriel aufgebracht, denn die unverhohlene Drohung mindestens ebenso erzürnte wie die Tatsache, dass die Templerin ihn einfach so links liegen ließ. Daniel und Adoniel wollten gerade mit ihrem silbermähnigen Bewahrer des Wissens Schützen flankieren und Rahel orientierte sich in Richtung Hiob, da hörten sie alle Ariels Stimme in ihrem Kopf. Es reicht! Die Michaelitin holte tief Luft. Laut, sagte sie, wir sind Engel des Herrn. Wir hören und gehorchen. Die gesamte Szene entspannte sich. Der kleine Mann mit der Brille, der bisher geschwiegen hatte, atmete erleichtert auf, die Rothaarige nickte knapp. Einer der Templer, ein besonders bullig gebauter Mann, ließ sein Schwert langsam sinken und trat unangenehm dicht an Hiob heran. Seine rechte Gesichtshälfte war von Flammen oder Säure entstellt. »Soll ich ihm die Hände binden, Amatura?« fragte er dienstbeflissen. Er leckte sich die Lippen, als sein gieriger Blick über Hiobs flügellosen Rücken blickt. »Nicht übereifrig werden, Narbenbruder«, entgegnete Mera Idolo, kühl und von oben herab. Etwas in Hiobs Unterbewusstsein bäumte sich auf. Narbenbruder hatte sie ihn genannt. Er war ein Passagiant, genau wie Tahumiel in Nürnberg. Bilder blitzten vor Hiobs geistigem Auge auf. Ein großer Saal im Himmel zu Nürnberg. Umgestürzte Bänke, Raziel, die ihn ein Ketzer nannte, Moab, der Kompteur mit dem Armstumpf, der ihn hasserfüllt anstarrte, Tahumiel, das Haupt, ein Opfer der Flammen. Die Passagianten, die drohend einen Kreis um ihn schlossen, die auf ihn zukamen, um ihn zu töten, und Eliphas, der plötzlich da war, der für ihn sprach und ihn schließlich rettete. Doch hier würde kein Eliphas kommen. Niemand würde ihn retten. Vor den Kriegsgeißlern, die einen Kreis um ihn geschlossen hatten, wie diese Templer hier.
Etwas in Hiob zerbrach. Seine innere Apathie fiel von ihm ab. Die Zeit schien plötzlich so langsam zu vergehen, als schwämme er in zähem Honig. Wild blickte er sich um und fand ausgerechnet das entstellte Gesicht des römischen Narbenbruders, der ihn mit seinem halbirren Blick ansah, etwas Geifer auf den Lippen. Ein anderer Templer entnahm einer ledernen Umhängetasche Handschellen. Die Armatura wies auf ihn und Hiob rannte. Er rempelte den Passagianten beiseite und hetzte auf die nächstbeste Gasse los. Doch der Angegriffene erholte sich weit schneller als erwartet von Hiobs Stoß, setzte ihm mit zwei raschen Schritten nach und rammte ihm fast beiläufig den metallenen Knauf seines Schwertes gegen den Hinterkopf. Schmerz explodierte in Hiobs Schädel und er brach in die Knie. Er war bereits ohnmächtig, ehe er mit dem Gesicht auf das regennasse Pflaster schlug. Es war alles so schnell gegangen, dass keiner aus der Schar auch nur eine Hand gerührt hatte. Völlig verblüfft starrten sie alle den reglos auf der nassen Straße liegenden Hiob an, dessen Hinterkopf eine hässliche Platzwunde zierte. Ein dünnes, vom Regen zu einem schwächlichen, hellrot verwaschenen Rinnsal sickerte aus seinem Haar. Rahel keuchte und wollte hinzuspringen, doch Mera Idolo war mit einem energischen Schritt schneller bei dem gefällten Ragoliten und hielt die zierliche Raphaelitin mit ausgestrecktem Arm zurück. Widerstand gegen die angelitische Kirche und ihre Exekutivorgane, sagte sie mit grimmiger Zufriedenheit. Ab jetzt ist er mein Fall.